Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock Infinite. Wir waren stehen geblieben bei Elizabeth, die wir jetzt retten müssen. Und ich konnte mich gerade nicht bändigen, einfach mal aufzuhören. Ich habe jetzt einfach mal weiter aufgenommen. Denn derzeit gefällt mir die Story wirklich sehr gut. Leiten die Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen. Sie ist alt. Das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth, ich verstehe nicht. Ich auch nicht. Ich hab dich schreien hören. Ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Okay. Sie ist alt. Aber warum? Sie kann mich hochziehen. Sie ist so stark, dass sie mich... Okay, kann sie doch nicht. Wow. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Wow. Alter, das nicht Bild. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Oh, Gänsehaut. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Wow. Hä? Die Titelmusik. Hä? Ich bin zurück. 1912. Bevor sie... Es ist noch Zeit. Elizabeth! Okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ihr zwei da oben! Wenn sie sich wehren, setzt die Maschine. Wir müssen sie töten! Comstock, was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Ah, oh, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Nein, wir sind nicht zu spät. Zu 100% nicht. Komm schon, komm schon. Wir müssen die Dinger, wir müssen den Rohren fallen. Ah, nein. Diese Maschinen umstoppert. Ja, na, darauf bin ich auch schon gekommen. Viel eher als du. Aus dem Weg! Warum gehst du nicht kaputt? Ja, ich höre sie. Nee, 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 nee. Wir werden sie jetzt retten. Los, Geschütz, helf mir doch mal. Scheiße, unser Geschütz ist kaputt. Ah, Elizabeth kann das nicht knacken jetzt. Hallo? Wie viel hält der denn aus? Gibt's doch nicht. Das kann auch nur Elizabeth knacken. Wo sind die Maschinen hier? Sie geht nicht kaputt? Hä? Ja! Ja! Oh, schade. Bist du tot? Komm, den nächsten holen wir uns auch noch. Was heißt sedieren? Töten? Wow.
Okay. Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten. Oh, das ist aber schön. Weißt du, wodurch ich sehe? Durch mein Gewehr. Und was, weißt du, was ich dahinter sehe? Dein Kopf. Kopf, der jetzt zerberstet wird. Komm schon. Oh, wir sind gleich tot. Eben. Komm schon, Schild. Wir haben dich auf Maximum gebracht. Jetzt unterstütze uns hier. Ja, Knie. Hau mir nieder. Oh je. Oh oh. Ach so? Wer ist hier der Narr jetzt, ha? Wer ist jetzt hier der Narr? Wer ist jetzt hier der Narr, ha? Ich oder du, der am Boden liegt? So, jetzt müssen wir noch den dicken Typen hier ausschalten. Aber den haben wir auch gleich. So, das war's. Deine Minigun nehme ich mir mit. Und dann schnell zu Elizabeth. So. Oh. Gleich mit der Minigun niedergestreckt. So, das war's, Leute. Ende mit den Spielchen. Wow. Oh oh. Vielleicht sollten wir das doch irgendwie noch schließen. Wo ist Elizabeth? Sie hat's überlebt? Okay. Elizabeth, ich bin gleich da! Ah, da hinten. Ja, wie kommen wir zu ihr? Hier durch? Nein. Also gehen wir mal hier runter. Oh, ist das hell. Oh. Ah, ich habe ganz vergessen, dass man aus den Geschützen auch sowas bekommen kann. Ah. Na, komm hier nicht hoch. Ach, da ist sie, Gott sei Dank. Oh, was hast du denn für ein Hemdchen an? Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Bereit? Tu's einfach. Ja. Boah. Komm, hilf mir. Wobei denn, soll ich das hier aufmachen? Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies. Oh. Lies es. Ach so, zumachen. Okay. Dein Traum über New York wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab Booker. Nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer nach... Wir gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. No. Wir sind ja mal voll die Logik-Gangster hier. Wir halten sie davon ab, indem wir ihn einfach töten. Ja, dann hat sie ihn nicht getötet und wir sind alle suchen glücklich. Suchen wir also den Propheten. Comstocks Zeppelin ist draußen. Die Hand of the Prophet. Hey, wie rennt die denn? Er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Hey. Wie lange? Lang genug. Hier ist ein Schloss. Mal schauen. Ich hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Er wird nicht lange was davon haben. Danke sehr. So. Was wollen wir denn mal upgraden? Leben. Ja, nehmen wir diesmal ein bisschen Mana. Genau das, was wir oder jetzt brauchen. Ich dachte schon was, beziehungsweise ich hatte schon Angst, dass das Spiel jetzt eigentlich vorbei ist, weil das alles so episch wurde im letzten Spiel. Aber wie es aussieht, haben wir doch noch einiges vor uns. Du es auf, Elizabeth? Sieht und das finde ich aus. Gut. Das finde ich echt gut. Denn das Spiel fällt mir wirklich sehr gut derzeit. Und ja, dann haben wir mal wieder ein bisschen Fahrstuhl-Action. Das ergibt keinen Sinn. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Chiffre? Das ist ein
Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Hier, guck doch mal an deinen Hals. Ja, guck doch mal an deinen Hals. Da ist ein Käfig gewesen. Ja, das habe ich ihr sogar ausgesucht. Kann sie sich nicht mehr daran erinnern? Ich habe ihr den Käfig ausgesucht und ja. Ich weiß aber nicht, was sie jetzt damit machen soll. Aber wir haben schon mal den Käfig. Oh, Gegner, oder? Gegner? Finde Comstock. Ja, klar. Oh, jetzt gibt es erstmal schön was zum Looten hier. Das ist doch mal perfekt. Brauchen wir hier... Nein! Das ist da! Die Hand of the Prophet. Comstocks Flaggschiff. Wow. Wir müssen irgendwie an Bord. Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's allein. Ja, klar. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Also, ich weiß nicht, was sich der Booker da denkt, aber ohne allein würde ich da, glaube ich, nicht hochgehen wollen. Schnelleres Nachladen. Ich glaube, wir sollten mal den Revolver hier upgraden. Den fand ich ziemlich geil. Falls wir den wieder finden, dann... Ja. Ja, und die Sachen... Was? Schon wieder ein Schadensboost? Gott sei Dank haben wir da noch genug Geld. Ah, jetzt ist sie auf Maximum. Ach nee, das ist das Schießeisen. Mist. Ich dachte, das wäre unsere Shotgun. Okay, dann haben wir die Shotgun. Oh, David. Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins aus einer Steinschleuder. Aufregend der Start. Atemberaubend die Flugkurve. Und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Bitteschön. Danke. Ich habe Geld gefunden. Oh, danke. Da hat sie sogar eine Menge gefunden. Um die 100, oder? 100 Coins? Oder Dollar? Was ist das? Da! Entdeckung! Wow. Die schießen von dort oben. Anscheinend Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern... Wow. Oh. Zieh dich um, Elizabeth. All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat David je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Oh, den falschen erwischen. Ja gut, eigentlich wollte ich den anderen erwischen. Los! Aber klar! Oh. So. Da liegst du auch schon mal am Boden. Danke. Ah, falsche Taste. Wir wollten ihn noch damit verzaubern. So, und ab damit in seinen Rücken. Oh, keine Munition mehr. Ach doch, wir haben noch ein Magazin. Oh, das geht ja heute mal wieder richtig ab. Rambo Style. Oh, das Geschütz ist schon kaputt. Dann holen wir uns mal den Moskito. Ja. Sterbt doch mal alle hier. Boah. Na. Meine Waffe wollte nicht schießen. Nur noch 6 Schuss. Danke. Perfekt getimed. Perfekt getimed, ja. So. Haben wir doch mal alle hier abgemurkst. Doch nicht. Wer möchte denn noch sterben? Schon dabei. Haben wir Freiwillige? Oh, nochmal so ein Dicker. Du verfehlst nie dein Ziel, ja, aber irgendwie hast du mich jetzt kein einziges Mal getroffen. Wo ist denn die Minigun? Na, da ist sie. Perfekt. Oh, schon wieder? Wo? Also Moskito sagt da drüben. Im Kampf ist das nicht möglich, schade. Aber dann merken wir uns das einfach mal. Dann gehen wir dahin. Oh, was haben wir hier? Ein Lockpick? Ja, wusste ich doch. Na, danke.
Frag mich, ob es hier eigentlich irgendwelche Easter Eggs in dem Spiel gibt. Das wäre mal ziemlich cool. So, den haben wir auch. Guck da. Hand of the Prophet bringen. Was? Was sollten wir zur Hand of the Prophet bringen? Das habe ich jetzt leider nicht gehört. Nicht ganz. Na? So. Haben wir dich auch noch weg hier. Alles klar. Cool, können wir hier durchgucken? Doch, können wir. Cool. Gibt es hier irgendwas zu sehen? Wir können nicht mal ranzoomen. Wow. Nette Sache. Ach, Tourist. Okay, das war alles nur für so einen Erfolg. Dass man das sammelt. Ja, da gibt es bestimmt auch noch einiges zu entdecken bei bestimmten Teleskopen. Aber gut, gehen wir jetzt mal hier hoch. Ich erwarte entsprechende Befehle. Befehle? Du willst Befehle? Okay, wir möchten gerne dort hoch. Ein Befehl! Verstanden. Kurs auf die Hand und Befehle. Cool. Oh, guckt euch den mal an. Was hält der da eigentlich in der Hand? Hat der dort einen Schlüssel? Sieht aus wie ein Schlüssel, oder? Ja. Aber echt, also der Ausblick, auch im letzten Part, der war wirklich genial. Uns zu vergeben für das, was wir getan haben. Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Oh. Wieso haben wir Angst vor ihr? Was war das jetzt für eine Aktion? Das sah so aus, als würde sie mich angreifen wollen. Da drüben! Comstocks Leute, sie wollen zu uns! Ja gut, dann können sie gerne zu uns kommen. Ich erwarte sie schon mit meiner tollen Waffe hier. Geist, such dir jemanden. Mist. Ich dachte, das wäre da oben im Geschütz. Oh, und drüber da. Jetzt brauche ich keine Salz, das ist ein bisschen schlecht. Aber danke. Oh, cool. Hat sich ja ganz schön weit geworfen. Okay, den können wir nicht ausschalten. Also das ist schon ziemlich geil gemacht hier. Oh, unsere Munition. Na, willst du wohl sterben? Oh nein, komm schon. Noch ein Kampfschiff links. Tja, das wird aber langsam knapp mit der Munition. Oh oh. Bunker da! Die Vox sieht das Flaggschiff an. Die Vox helfen uns? Sorry. So. Da liegt er auf dem Boden mit seiner tollen Maske. So, alles mal looten hier. Was machen die da drüben? Die haben einen ziemlich heftigen Fight. Ob wir da helfen sollen oder nicht? Hm. Hm. Gut. Sieht so aus, als würden die alleine zurechtkommen. Achtung, da sind noch mehr. Noch mehr? Wo? Wo denn? Der hat Raketen. Wo denn? Ah, da. Okay, alles klar. Oh. So, los. Raben, macht hier mal eure Arbeit. Ja, nice. Hä? Hier, bitte. Wo kommst du denn her? Und wie kommt der Typ dort hinten hin? Stürzen wir gerade ab? Alles klar, gut. Wie kommt er eigentlich hier hoch? Ist er da drunter gesprungen? Hm. Warum... LOL. Vorsicht, da rechts. Guckt euch das mal da hinten an. Da sind die Schiffe. Okay, also das ist jetzt echt, naja, muss man dazu sagen. Oh oh.
Oh, oh, oh. Ja, das sieht wirklich übel aus. Danke. Hat sie mir das sogar in die Hand gegeben diesmal. Nein. Oh, wo starten wir denn jetzt eigentlich? Auf dem Schiff. Okay. Das ist ja mal cool. So. Und du, bitte? Du willst auch noch was? Okay. Nein! Oh, wir sterben jetzt aber ziemlich oft. Das ist schon ganz schön schwer. Wir verlieren sogar Geld dadurch. Hm. Ja, okay, das muss jetzt uns eigentlich nicht so doll wirken. Eigentlich haben wir genug Geld. Da ist er. Wir müssen unterhalb landen und uns hochkämpfen. Aber jetzt mal ehrlich. Wir fliegen dieses Ding nach Paris. Setz mich ab, wenn du willst. Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein. Nicht wahr? Aber jetzt mal ehrlich, also das da hinten, ja, das ist... Sieh mal! Naja. Skylines, überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden. Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Oh, oh. Comstock ist ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf! In jedem dieser Kapseln ist doch eigentlich ein Roboter, oder? Zieh dir die Witte an, mein Kind. Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ich mache hier einfach mal einen Schnitt. Und ja, die Action, die, wenn ihr die miterleben wollt, dann seht ihr die einfach das nächste Mal dann. Ich speichere jetzt einfach ab und dann sehen wir weiter. Okay, also genug gelabert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf ein Like von euch freuen. Ansonsten viel Spaß noch und reingehauen.